Südamerika. James Bond 007, Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät, hat einen Auftrag. Konterrevolution mittels Sprengstoffs. Er schleicht sich also am Abend auf das Zielgelände und schaltet eine der Wachen aus. Unscheinbaren Gebäude, die wie Silos aussehen, beherbergen allerlei Chemikalien, die sich der Agent als Angriffspunkt für seinen Plastiksprengstoff zunutze macht. Jetzt gilt es noch, sich ein Alibi zu verschaffen. Und wo ist das besser zu bekommen, als unter vielen Menschen, nachdem man den Zünder eingestellt hat? Mr. Ramirez und seine Freunde sind jetzt arbeitslos. Zumindest werden sie keine Bananen mit Heroinaroma mehr verkaufen, um Revolutionen zu finanzieren. Gehen Sie nicht ins Hotel zurück, Senior. Sie werden beobachtet. In einer Stunde fliegt eine Maschine nach Miami. Ja, die nehme ich, aber vorher habe ich noch eine Sache. Mal sehen, wie die steht. Und so geht Commander Bond eben doch ins Hotel, wo schon seine Gespielin für die Nacht in der Badewanne auf ihn wartet. Oh, entschuldige. Warum trägst du eigentlich immer dieses Ding? Ach, ich habe einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Was wollte ich denn gerade? Ach ja. Bond hat den Angreifer in die volle Badewanne geworfen. Widerlich. Und den Haartrockner hinterher. Einfach widerlich. Yeah.
Miami Beach. Der rege Betrieb des luxuriösen Hotels stört James keineswegs bei seiner Entspannung. Zumal ihm gerade eine hinreißende Blondine den Rücken massiert. Angenehm? Sehr angenehm. Ja. Bisschen tiefer, Liebling. Ich dachte mir schon, dass du in guten Händen bist. Oh, Felix. Felix, wie geht's denn? Dink, das ist Felix Leiter. Hallo. Felix, sag Dink guten Tag. Tag, Dink. Dink, sag Felix auf Wiedersehen. Ah? Oh? Männergespräch. Oh. Es ist ein Fehler, 007, dass du die Opposition so nah an dich rankommen lässt. In Jamaika war sie dir erheblich näher gekommen. Was hast du auf dem Herzen? Ich bin im Urlaub. Jetzt nicht mehr. Nachricht für dich aus London. Ich hätte mir denken können, dass M mich nicht aus purer Dankbarkeit hier im besten Hotel logieren lässt. Er hat uns gebeten, ihn im Auge zu behalten. Auric Goldfinger. Klingt nach französischem Nagellack. Er ist Engländer, aber das merkt man nicht. Bedeutender Unternehmer. Weltweite Geschäftsbeziehungen, anscheinend einwandfrei. Er besitzt in Amerika ein berühmtes Gestüt. Und was weiß der Geheimdienst über ihn? Es steht nichts Nachteiliges in den Akten. Und wo finde ich ihn? Felix zeigt auf einen feisten Mann, der gerade die Treppe zur Terrasse herunterkommt. Da sitzt schon sein Opfer und wartet auf ihn. Er lässt sich geduldig von Goldfinger abstauben, schon eine Woche lang. Morgen, Mr. Simmons. Ist ein Spielchen bereit? Na, selbstverständlich. Wenn man mit 10.000 drin hängt, ist man zu allem bereit. Überlassen Sie mir meinen Stammplatz. Ach ja, Sie wollen hier in der Sonne sitzen. Dieser Goldfinger ist ein fabelhafter Spieler. Mit dem gleichen Einsatz verdoppeln wir. $5 der Punkt. Sagten Sie 5? Die Pechsträhne muss ja mal aufhören. Okay. Ich werde M verständigen, dass du an der Arbeit bist. Den Rest kannst du mir beim Abendessen erzählen. Gut, ich rufe dich nachher an. Unauffällig schaut 007 den beiden Herren bei ihrem Kartenspiel zu. 4. Ach, schon jetzt. Wie viel? Ach, 7, 12, 18, 32, 44. Bond entgeht der kleine Empfänger nicht, der im rechten Ohr von Goldfinger steckt und den dieser als sein Hörgerät ausgibt. Nun gilt es, den Sender zu finden. Und da kommt das Zimmermädchen auf dem Hotelflur gerade recht. Miss, Was soll denn das? Das ist Mr. Goldfingers Appartement. Ja, ich weiß. Sie sind sehr süß. Bedröppelt zieht die junge Dame ab, während Bond leise in die Suite schleicht, um den Missetäter zu stellen. Funkgerät und Fernglas sind für Bond keine, das hübsche Mädchen dagegen eine umso größere Überraschung. Und überlegt sich, ob er sie brauchen kann. Die Karte, die er jetzt gezogen hat, ist die Herz 8. Er brauchte Könige und Damen. Wer sind Sie? Bond. James Bond. Na, kommen Sie, kommen Sie. Ah, schon besser. Wie heißen Sie? Jill. Und weiter? Jill Masterson. Nun sagen Sie mal, Jill, warum macht er das? Er möchte gewinnen. Und warum machen Sie das? Er bezahlt mich dafür. Ist das alles, wofür Sie bezahlt werden? Ich muss mich auch mit ihm sehen lassen. Nur sehen lassen? Nur sehen lassen. Das freut mich. Sie sind viel zu hübsch, um in so eine Sache verwickelt zu werden. Hören Sie zu, Goldfinger. Ihre Glückssträhne ist zu Ende. Ich möchte bezweifeln, dass die Polizei von Miami Beach sehr angetan ist von dem, was Sie da machen. Nicken Sie mit dem Kopf, wenn Sie mir recht geben. Nicken Sie! Gut. Jetzt fangen Sie an zu verlieren, Goldfinger. Sagen wir $10.000. Ach nee, wir wollen großzügig sein. Sagen wir 15.000. Darf ich mal sehen? Sehen Sie, heute ist wirklich mein Glückstag. Was sagen Sie nun? Ende, Goldfinger. Damit wäre er eine Zeit lang beschäftigt. Allmählich gefallen Sie mir, Mr. Bond. Oh, sag doch James zu mir. Besser als irgendjemand, den ich bis jetzt getroffen habe. James. Tja, aber da muss doch irgendwas passieren.
Was denn? Das sage ich dir beim Abendessen. Wo? Ich kenne das beste Lokal in der Stadt. Nachrichten aus aller Welt. Washington. Im Weißen Haus sagte der Präsident heute Nachmittag, dass er außerordentlich befriedigt sei. Wie schön. Der auch. Hallo? Ja, Leiter. Oh, Felix. Was ist nun? Was ist los? Abendessen? Ah, nein. Nein, tut mir leid, ich kann nicht. Mir ist was dazwischen gekommen. Na schön. Vielleicht sehen wir uns beim Frühstück. Okay. Nicht zu früh. Ich rufe dich gegen 9 Uhr an. Ja, 9 ist gut. Wiedersehen. Gute Nacht, Felix. Ach, jetzt ist er abgestanden. Ach, der Wein. Ja, macht nichts, ich habe noch einen im Kühlschrank. Die brauchen wir doch nicht. Mein liebes Kind, es gibt Dinge, die man einfach nicht tut. Man trinkt zum Beispiel nie einen 53er Dom Perignon, wenn er eine Temperatur von über 8 Grad hat. Das wäre genauso, als wenn man den Beatles ohne Ohrenschützer zuhören würde. Na, wo ist denn die Temperamentspritze? So macht 007 ein etwas harsch erzwungenes Nickerchen. Als er wieder zu sich kommt, macht er eine haarsträubende Entdeckung. Jill? Ja, Mr. Bond? Beach 79432, Zimmer 119. Hallo? Hallo, Felix. Komm sofort hierher. Was ist los? Das Mädchen ist tot. Nein, Masterson. Jill Masterson. Sie ist ganz mit Gold überzogen. Ja, mit Gold. Zurück in London. Mit Gold? Im Büro von M. Der ganze Körper? Ja, die Haut konnte nicht mehr atmen. Man hat von solchen Unfällen schon bei Tänzerinnen gehört. Der Goldüberzug ist nicht gefährlich, wenn man eine bestimmte Stelle am Rücken freilässt. Dann kann die Haut noch atmen. Offenbar hat das jemand versäumt. Und ich weiß, wer. Es handelt sich nicht um persönliche Rache, 007. Es handelt sich um einen dienstlichen Auftrag. Und wenn Sie ihn nicht kühl und objektiv ausführen können, wird ihn 008 übernehmen. Sie haben sich nicht gerade mit Ruhm bedeckt. Sie sollten Mr. Goldfinger beobachten und nicht mit seiner Freundin flirten. Stattdessen ist Goldfinger nach Europa geflogen. Und Sie haben es nur Ihrem Freund Mr. Leiter und meiner Intervention bei der britischen Botschaft in Washington zu verdanken, dass Sie nicht in Miami verhaftet worden sind. Ich bin mir meiner Unzulänglichkeit wohl bewusst. Aber ich wäre bereit, den Auftrag in der von Ihnen angedeuteten Weise zu erledigen, wenn ich wüsste, worum es geht. Sir. Was wissen Sie über Gold? Ich meine über Goldbarren. Ich erkenne Sie, wenn ich Sie sehe. Kommen Sie um 7. Im Smoking. Im Vorzimmer trifft Mr. Bond wieder auf Miss Moneypenny. Was wissen Sie über Gold, Moneypenny? Oh, das einzige Gold, über das ich etwas weiß, trägt man hier, am Ringfinger der linken Hand. Darüber müssen wir uns demnächst mal ausführlich unterhalten. Wie wäre es mit heute Abend? Sie kommen zum Essen zu mir? Und ich backe Ihnen eine wunderbare Biskuittorte. Oh, nichts würde mir mehr Freude machen, aber dummerweise habe ich eine geschäftliche Verabredung. Das ist die fadenscheinigste Entschuldigung, die Sie auf Lager haben. Naja, manche Mädchen haben eben Glück. Wer ist sie, James? Ich bin sie, Miss Moneypenny. Und unterlassen Sie gefälligst Ihr übliches Spiel mit 007. Er ist mit mir zu Abend. Ich möchte nicht, dass er zu spät kommt. Es besteht also noch Hoffnung für mich? Moneypenny, werden Sie mir denn nie glauben? Am Abend dann bekommt der Agent eine Einweisung in M's privater Residenz. Mr. Bond, die Bank von England ist der offizielle Aufbewahrungsort für unsere Goldbarren.
so wie es Fort Knox in Kentucky für das Gold der Vereinigten Staaten ist. Wir kennen die Menge, die wir besitzen und wissen, was in anderen Banken deponiert ist. Und wir können abschätzen, was für industrielle Zwecke benötigt wird. Dadurch ist es den beiden Regierungen möglich, den echten Wert des Dollars und des Pfundes festzulegen. Aber unsere lebenswichtigen Interessen werden durch den unrechtmäßigen Handel mit Gold berührt. Ich nehme an, Sie reden von Schmuggel. Ja. Gold, das man bekanntlich schmelzen und in jede Form gießen kann, ist praktisch nicht mehr aufzuspüren. Es eignet sich daher im Gegensatz zu Diamanten ausgezeichnet für den Schmuggel und besitzt eine große Anziehungskraft für Verbrecher. Danke, Brunski. Ich brauche Sie nicht mehr. Sehr wohl, Sir. Trinken Sie noch einen Schluck von diesem enttäuschenden Cognac. Was haben Sie gegen ihn? Ich würde sagen, es ist ein 30 Jahre alter, mittelmäßig verschnittener Cognac. Mit etwas zu viel Bonbois. Colonel Smithers hält hier Vortrag 007. Gentlemen, Mr. Goldfinger hat Waren im Wert von 20 Millionen Pfund in Zürich, Amsterdam, Caracas und Hongkong deponiert. Die meisten davon stammen aus diesem Land. Warum sind sie verlagert worden? Weil der Goldpreis in jedem Land verschieden ist. Sie kaufen hier Gold für 30 Dollar pro Unze, verkaufen es in Pakistan für 110, verdreifachen ihr Geld. Natürlich vorausgesetzt, dass Sie die Möglichkeit haben, es einzuschmelzen. Hat er sie? Abgesehen davon, dass er amtlich zugelassener Goldhändler ist, behauptet er, nein, das ist nicht ganz fair. Er ist, neben seinen vielen anderen Interessen, auch ein amtlich zugelassener Juwelier. Er ist gesetzlich berechtigt, in gewissem Umfang metallurgische Anlagen zu unterhalten. Sein englischer Betrieb liegt in Kent. Aber es ist uns noch nicht gelungen, festzustellen, wie er sein Gold ins Ausland bringt. Und wir haben, weiß Gott, alles versucht. Wenn Ihre Abteilung herausfindet, dass es illegal geschieht, kann die Bank veranlassen, dass der Hauptteil seines Vermögens beschlagnahmt wird. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich Mr. Goldfinger mal treffe, auf gesellschaftlicher Ebene natürlich. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Das könnte auch zu einem geschäftlichen Gespräch führen. Über Goldfingers Art von Geschäften. Ich brauchte sowas wie einen Köder. Da haben Sie recht. Das ist das einzige Stück, das wir von dem Nazi-Schatz auf dem Grund des Toplitzsees im Salzkammergut besitzen. Aber dort liegt zweifellos noch mehr. Mr. Bond kann damit anfangen, was er für richtig hält. Vorausgesetzt, dass er es wieder zurückgibt. Wert 5000 Pfund. Das bekommen Sie erst morgen früh, wenn Sie Ihre übrige Ausrüstung abholen. Aber natürlich, Sir. Morgens dann findet sich Commander Bond im Labor von Major Boothroyd ein. Guten Morgen, Carl. Morgen, 007. Kommen Sie, Mann. Donnerwetter, hier ist ja heute Morgen Hochbetrieb. Die Weste hat noch ein paar Fehler. Wo ist mein Bentley? Seine Tage sind gezählt, tut mir leid. Er hat mich nie im Stich gelassen. Befehl von M007. Sie fahren jetzt diesen Aston Martin, DB5. Wir haben ihn ein bisschen verbessert. Ich werde es Ihnen zeigen. Passen Sie mal auf. Die Windschutzscheibe ist kugelsicher, die Seiten und das Rückfenster auch. Natürlich drehbares Nummernschild, gültig für alle Länder. Das hier ist ein hübscher kleiner Sendeapparat. Er heißt Homer. Und so wird er eingestellt. Sehen Sie? Dieses kleinere Modell ist so konstruiert, dass Sie es bequem im Absatz Ihres Schuhs verstecken können. Sein größerer Bruder ist magnetisch. Weiter. Er wird in dem Wagen angebracht, den Sie verfolgen, ohne in seinem Blickfeld zu sein. Empfang. Hier am Armaturenbrett. Der Sender hat eine Reichweite von 300 Kilometern. Genial und praktisch dazu. Man kann unterwegs mal halten und einen Schluck trinken. Großartig. Nach vielen Jahren geduldiger Forschungsarbeit ist der Apparat nicht nur zu diesem Zweck hergestellt worden. Und im Übrigen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie ihn samt der anderen Ausrüstung wieder mitbringen würden. Ausnahmsweise mal unbeschädigt, wenn Sie von der Front zurückkommen. Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie groß der Verschleiß an der Front ist. Sonst noch was? Ich werde Sie nicht viel länger als eine Stunde aufhalten, wenn Sie mir Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Wir haben noch ein paar sehr interessante Zusatzgeräte angebracht. Sehen Sie diesen Kasten hier? Wenn Sie ihn öffnen, dann haben Sie Ihre Verteidigungsapparatur vor sich. Rauchentwickler, Ölsprüher, kugelsichere Rückwand und vorne rechts und links je ein Maschinengewehr. Auf diese Anlage bin ich besonders stolz. Sie sehen den Schalthebel hier, ja? Wenn Sie den Verschluss aufmachen, dann sehen Sie diesen roten Knopf. Seien Sie vorsichtig, berühren Sie ihn nicht. Warum denn nicht? Weil dadurch dieser Teil des Daches entfernt wird und der Sitz darunter samt Passagier in die Luft fliegt. Schleudersitz? Das ist doch wohl ein Scherz. Ich scherze nie, wenn es sich um meine Arbeit handelt, 007. Nach der scherzbefreiten Einweisung durch Q reist Bond zum Golfplatz von Stoke Park vor den Toren Londons. Ich hab den Ball wieder gefunden. Fertig, Blacking? Ja, Sir.
Na, eben ist ein früheres Clubmittel gekommen, Sir. Er hat keinen Partner und ich dachte, Sie würden vielleicht gerne mit ihm spielen. Wo ist er? Mr. Bond. Ja? Das ist Mr. Goldfinger. Guten Tag. Guten Tag. Sie können gleich anfangen. Der erste Abschlag ist frei. Schön. Ich habe Hawker als Caddy für Sie, Mr. Bond. Ja gut, vielen Dank. Setzen wir einen Schilling pro Loch? Dann gibt es für Bond ein Wiedersehen. Oh, Sie müssen Oddjob entschuldigen, Mr. Bond. Er ist ein fabelhafter Kammerdiener, aber ist stumm. Und kein sehr guter Caddy. Golf ist noch nicht das Nationalspiel von Korea, hä? Im Laufe des Spiels bleibt es natürlich nicht bei einfacher Plauderei. Dieses Zusammentreffen ist kein Zufall, hä? Was haben Sie vor, Mr. Bond? Was meinen Sie? Sie sind nicht hergekommen, um Golf zu spielen. Und Bond wirft seinen Trumpf ins Spiel. Eine 1940er Schmelze aus der Weigenthaler Gießerei in Essen. Ein Barren aus einer Schmelze von 600. Sie sind 44 verschwunden. Hm, als die Nazis auf der Flucht waren. Könnten Sie noch mehr besorgen? Ja, aus der gleichen Quelle. Mhm. Interessant. Noch zwei Löcher. Ja, und das Spiel steht gleich. Und dann haben Sie wohl nichts dagegen, den Einsatz zu erhöhen. Nein, woran denken Sie? Selbstverständlich an den Goldbarren, den Sie bei sich haben. Der ist 5000 Pfund wert. Ich setze die gleiche Summe in bar. Natürlich. Streng nach den Golfregeln? Selbstverständlich. Die gezielten Fragen zur Unzeit bringen James jedoch nicht aus der Ruhe. Stattdessen ist es Goldfinger, dem auf der 16. Bahn ein Patzer unterläuft. Das war Pech, das ging leider daneben. Auch Hawker und Bond suchen unauffällig nach dem verloren gegangenen Rund. Was für ein Jammer. Da ist er. Nein, das ist er nicht. Er hat mit einem Sessenschaball gespielt. Streng nach den Golfregeln. Mr. Goldfinger, die 5 Minuten sind bald vorbei. Ein verlorener Ball kostet 2 Strafschläge. Die Suche zieht sich, doch dann meldet sich Oddjob. Ah, ah! Ich bilde ihn immer noch als Caddy aus. Und mit Erfolg. Slessenger Nummer 1, aha, gut. Wenn das der Ball ist, den er verloren hat, fresse ich einen Besen. Ist es nicht. Woher wissen Sie das? Ich stehe drauf. Sie sind aber ganz schön gerissen. Liegen lassen. Ist das der Ball, den Sie gefunden haben? Ja, ein Slessenger 7. Machen wir uns doch einen Spaß mit Mr. Goldfinger. Soll ich ihn markieren oder reinschlagen? Aha, spiel Sie ihn. Das vorletzte Loch? Mhm, stimmt. Noch ein Loch, das bringt die Entscheidung. Fein. Haben Sie die Bälle ausgetauscht? Mhm. Dann haben wir ihn geschafft. Wenn er nichts von dem Tausch merkt. Der Moment der Wahrheit. Denn Goldfinger platziert seinen von Bond getauschten Ball. Es geht um Ihre Ehre, Sir. Ja, schon gut. Doch Goldfinger schlägt ab. Es hat geklappt. Und jetzt muss ich den reinschlagen. Doch Bonds Ball geht, nicht ganz unabsichtlich, daneben. Ja. Sie haben gewonnen, Goldfinger. Ich bin anscheinend zu gut für Sie. Das Spiel scheint verloren. Oh. Doch dann... Sie spielen mit einem Slessenger 1, stimmt's? Ja, warum? Das ist ein Slessenger 7. Hier ist mein Penfold Hearts. Sie müssen irgendwo auf der 18. Bahn einen falschen Ball erwischt haben. Wir spielen streng nach den Regeln, also haben Sie das Loch und das Match verloren. Mit hochrotem Kopf zieht Goldfinger ab. Der Agent nutzt einen unbeobachteten Augenblick, um die Wanze an Goldfingers Rolls-Royce zu verstecken. Ein schöner Wagen. Phantom 337, hm? Sie sind ein cleverer, findiger Mann, Mr. Bond. Vielen Dank. Vielleicht zu clever. Unsere Wege haben sich 2-mal gekreuzt. Lassen wir es dabei bewenden. Ich dachte, unsere erste Begegnung hätte Ihnen genügt. Ah, ich verstehe Sie. Sie nehmen es mir übel, dass ich Ihnen keine Revanche gegeben habe. Ich glaube, wir wissen beide ganz genau, wovon wir reden, Mr. Bond. Aber anscheinend muss ich Ihr Gedächtnis etwas auffrischen. Herr Job?
Schon viele Leute haben versucht, sich in meine Angelegenheiten einzumischen. Aber ohne Erfolg. Oddjob nimmt die Melone von seinem Kopf und wirft sie wie einen Boomerang. Die Marmorstatue vor dem Hauptgebäude ist jetzt um einen Kopf kürzer. Fabelhaft. Aber was wird der Clubmanager dazu sagen? Gar nicht, Mr. Bond. Der Club gehört mir. Sie möchten doch wahrscheinlich gerne einen Barscheck haben. Ja, das wäre mir am angenehmsten. Auf Wiedersehen, Mr. Bond. Oh, ich glaube, der gehört Ihnen. Bond reicht Oddjob den Golfball, den er einkassiert hatte. Der Chauffeur zerkrümelt ihn mit nur einer Hand. Nach Goldfingers Abfahrt macht sich der Agent den Peilsender zunutze, um an dem reichen Geschäftsmann dran zu bleiben. So finden sich beide Parteien am Flughafen ein, wo Mr. Goldfinger seinen imposanten Wagen in ein Flugzeug nach Genf verladen lässt. Mr. Bond, ich habe einen Platz in der nächsten Maschine nach Genf gebucht, die in einer halben Stunde startet. Sehr nett von Ihnen, vielen Dank. Nicht zu danken. In der Schweiz angekommen, folgt Bond, in einigem Abstand und genervt vom gemächlichen Tempo des alten Wagens, dem Peilton seines Senders. Da droht plötzlich Ablenkung in Form eines hübschen Mädchens, das wie wild in einem offenen Mustang durch die Kurven rast. Schon schaltet Bond einen Gang zurück. Aber dann bringt er sich selbst zur Raison und lässt die Dame passieren. Disziplin 007. Disziplin. Zu allem Überfluss macht Goldfinger auch noch eine Pause am Straßenrand, die Bond von sicherer Entfernung aus beobachtet. Da wird plötzlich auf ihn geschossen. Hinter einem Felsen wartet Bond auf den Attentäter. Und kurze Zeit später rauscht ausgerechnet das hübsche Mädchen vorbei. Sofort nimmt Bond mit dem trickreichen DB5 die Verfolgung des schnellen Mustangs auf. Mit den Reifenschlitzern bekommt er Reiterin und Wildpferd zum unfreiwilligen Halt im Straßengraben. Ist Ihnen was passiert? Darf ich Ihnen helfen? Sie können von Glück sagen, dass Sie noch leben. Sie sind an allem schuld. Sie hätten weiter drüben fahren müssen. Sehen Sie sich das an. Ein doppelter Plattfuß. So was habe ich noch nie erlebt. Es waren ganz neue Reifen. Nur wahrscheinlich ein Materialfehler. Jedenfalls bin ich froh, dass nur der Wagen beschädigt ist und nicht Sie. Sie sehen nicht aus wie eine Frau, die im Straßengraben endet. Lassen Sie das. Fahren Sie mich bitte zur nächsten Tankstelle. Aber natürlich. Übrigens, mein Name ist Bond. So schnell wie möglich. Ja. Das möchte ich tragen. Ja, natürlich. Auf der Fahrt fällt Bonds Blick auf den großen Holzkasten. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Soames. Tilly Soames. Die Initialien besagen aber anders. Sind Sie zur Jagdsaison hier? Ich hatte auch mal so einen Gewehrkasten. Da sind meine Schlittschuhe drin. Ein hübscher Sport. Wo wollen Sie denn laufen? In St. Moritz. Ich habe gar nicht gewusst, dass es dort um diese Jahreszeit Eis gibt. Da ist eine Tankstelle. Ich hatte mit meinem Wagen einen Unfall. In der kurzen Zeit schaut Bond auf sein Navigationsgerät. Und wie es scheint, ist Goldfinger gar nicht weit weg, auf einem größeren Industriegelände. Es dauert ungefähr
ungefähr 24 Stunden, bis die neuen Reifen da sind. Ich kann drüben in dem Hotel übernachten. Ich werde Sie rüberfahren. Das brauchen Sie nicht, danke. Ich lasse Sie nur ungern hier allein. Ich kann selber für mich sorgen. Ja, davon bin ich überzeugt. Wiedersehen. Schreiben Sie mal eine Karte. James folgt weiter dem Peilsender zu dem Gelände und stößt dabei auf Fabrikhallen der Firma Auric Enterprises. In sicherer Entfernung wartet er ab, bis es dunkel wird. Dann startet 007 seine Erkundungstour über das schwer bewachte Areal. Schmuggeln ist eine Kunst, Mr. Link. Eine Kunst, die Sie beherrschen? Sehen Sie, dieses Mal besteht die Karosserie meines Rolls-Royce aus 18-karätigem Gold. Eine gute Idee. Und niemand hat was gemerkt. Diese Barren sind schon transportfertig und die anderen sind noch in Arbeit. Bitte gehen wir weiter. In diesem Rolls-Royce stecken Millionen, Mr. Link. Es wäre klüger, Ihre anderen Unternehmungen jetzt ruhen zu lassen. Sie können Ihren Auftraggebern versichern, dass ich dem Unternehmen Grand Slam meine ungeteilte Aufmerksamkeit widme. Es sind gewisse Umstände eingetreten. Noch eine andere Person schleicht durch die Nacht und löst dabei auf dem Werksgelände Alarm aus. Los, Sie brechen mir das Rückgrat! Was zum Teufel machen Sie hier? Ich will ihn umbringen! Wen? Goldfinger! Und ich will ihn lebend haben. Er muss sterben, er hat meine Schwester ermordet! T.M., Tilly Masterson. Ich kannte Ihre Schwester Jill, ich weiß, was er mit ihr gemacht hat. Sie wissen nichts, lassen Sie mich los! Wenn Sie ihn umbringen wollten, warum haben Sie dann auf mich geschossen? Das habe ich nicht getan, ihn wollte ich treffen. Dann schießen Sie aber verdammt schlecht. Hier oben ist jemand, der es besser kann. Los, komm schon! Einer der Schurken lauert schon bei Bonds Wagen. Halt die Leer! Schnell steigen Sie ein, den Kerl kaufe ich mir. Die beiden besteigen den Aston Martin und rasen los. Halt die Leer, los, hol sie auf! Zugleich haben sie drei große Mercedes-Limousinen hinter sich, vollgestopft mit Goldfingers Dunkelmännern. Bond öffnet den Trickkasten des DB5 und zündet eine Rauchbombe. Im Blindflug kracht der erste Benz an einen Baum. Für die nächsten Verfolger hat der teure Sportwagen einen Ölteppich bereit und deren Limousine schießt über einen Abhang. Doch dann verlässt die beiden Gejagten das Glück. Denn die Straße hört einfach an einer Klippe auf. Bond fährt das kugelsichere Schild aus und bezieht Stellung. Laufen Sie in den Wald, wenn ich jetzt sage. Doch Oddshot erledigt das Mädchen mit einem gezielten Wurf seiner mörderischen Melone. Bond ist schockiert. Ah! Ah! Oddshot lässt die Leiche von Tilly wegbringen und James Bond darf seinen eigenen Wagen chauffieren. Allerdings unter Aufsicht einer der Koreaner, der auf dem Beifahrersitz Platz nimmt. Der Aston Martin wird von zwei Limousinen eskortiert, aber an einer Gabelung bricht 007 aus dem Konvoi aus und lässt den lästigen Beifahrer mit dem Schleudersitz aussteigen. Thank you.
Straße führt bedauerlicherweise zurück auf das Werksgelände. Und zwischen den eng stehenden Gebäuden kommt Bond ein weiterer Wagen entgegen. Vom Fernlicht geblendet, steuert der Agent den teuren Aston direkt in eine Mauer. Und dann gibt es auch für 007 kein Entkommen mehr. Als der Commander wieder zu sich kommt, liegt er an Händen und Füßen gefesselt auf einem Tisch. Guten Abend, 007. Ich heiße James Bond. Und Angehörige Ihres merkwürdigen Berufes gibt es höchst selten. Sie sind erkannt worden. Sagen wir von einer gegnerischen Nummer, die auch eine Lizenz zum Töten hat. Und dieser interessante Wagen, den Sie fahren. Ich habe auch ein neues Spielzeug, aber erheblich praktischer. Sie sehen hier einen Laserstrahler vor sich. Er strahlt ein ganz ungewöhnliches Licht aus, das es in der Natur nicht gibt. Er kann einen Lichtfleck auf den Mond projizieren. Oder auf kürzere Entfernung sogar Metall durchschneiden. Ich werde es Ihnen zeigen. Zwischen den gespreizten Beinen des Agenten frisst sich der tödliche Strahl durch den Tisch aus glänzendem Metall. Das ist Gold, Mr. Bond. Schon mein ganzes Leben lang habe ich seine Farbe geliebt, seinen Glanz, seine göttliche Schwere. Mir ist jedes Unternehmen willkommen, das meinen Vorrat vergrößert, der schon recht beträchtlich ist. Sie haben mich völlig überzeugt, Goldfinger. Vielen Dank für die Demonstration. Überlegen Sie sich Ihre nächste geistreiche Bemerkung sorgfältig, Mr. Bond. Es wird vielleicht Ihre letzte sein. Der Zweck unserer vorherigen Begegnung ist mir jetzt völlig klar. Ich habe nicht die Absicht, mich von einer weiteren verwirren zu lassen. Gute Nacht, Mr. Bond. Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Es gibt nichts, was Sie mir erzählen könnten, das ich nicht schon wüsste. Fieberhaft denkt Bond nach, wie er den Verbrecher dazu bringen könnte, den immer näher kommenden Laser abzuschalten. Sie haben nur etwas vergessen. Wenn ich mich nicht mehr melde, werde ich von 008 ersetzt. Ich hoffe zuversichtlich, dass er mehr Erfolg hat. Er weiß, was ich weiß. Sie wissen nichts, Mr. Bond. Nur etwas über das Unternehmen Grand Slam zum Beispiel. Endlich stutzt Goldfinger. Zwei Worte, die Sie aufgeschnappt haben, die für Sie auch nicht den geringsten Sinn haben können. Für Sie nicht oder für irgendeinen aus Ihrer Organisation. Können Sie sich dieses Risiko leisten? Sie haben vollkommen recht, Mr. Bond. Sie haben mehr Wert für mich, wenn Sie leben. Und dann wird Bond per Injektionspistole in einen tiefen Schlaf geschickt. Als er die Augen wieder öffnet, blickt er in ein höhnisch schauendes Engelsgesicht. Wer sind Sie? Ich bin Pussy Galore. Das muss ein Traum sein. Ich dachte, ich wache auf und bin tot. Ein Beruhigungsrevolver. Knockout-Schuss. Jedenfalls freue ich mich, dass ich hier bin. Ach, übrigens, wo sind wir hier? 7000 Meter hoch über Neufundland, Kurs Südwest. Ach, deswegen summt es so in meinen Ohren. Das Summen bedeutet, dass Sie in Mr. Goldfingers Düsenmaschine auf dem Weg nach Baltimore sind. Als sein Gast. Welche Ehre. Ich wusste gar nicht, dass er so viel Vergnügen an meiner Gesellschaft findet. Ich glaube nicht, dass alles für Sie Spaß und Spiel sein wird. Miley? Darf ich etwas für Sie tun, Mr. Bond? Bringen Sie mir einen Drink. Ein Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Trinken Sie einen mit? Im Dienst nicht. Ich bin Mr. Goldfingers Privatpilotin. Ach, wirklich? Und wie weit geht das Private? Ich bin seine Pilotin. Und mehr nicht. Na, endlich mal was Erfreuliches. Übrigens, wo ist unser Gastgeber? Er ist vorausgeflogen. Da serviert Mylin Bonds Getränk in einem goldenen Becher. Danke.
Ich trinke auf das Unternehmen Grand Slam. Dieser Flug wird mir immer in Erinnerung bleiben. Sie können Ihren Charme abschalten. Ich bin immun. Wir landen in 55 Minuten in Baltimore, zu unserem ersten Stopp in den Vereinigten Staaten. Miley, ich möchte für die Landung etwas Passenderes anziehen. Hat irgendein Stück meines Gepäcks überlebt? Ach ja. Und meine Aktentasche? Schwarze Aktentasche wurde bei Untersuchung beschädigt. Entschuldigen Sie. Oh, Entschuldigungen sind ganz unnötig. Sidney, sag mal Lee, sie soll aufpassen. Nachdem 007 die Überwachungsanlagen in der Bordtoilette überlistet hat, versteckt er den Minisender im Absatz seines Schuhs. Wir landen in 20 Minuten. Wollen Sie das Spiel leicht oder schwer machen? Das ist kein Beruhigungsrevolver. Oh, Pussy, Sie verstehen mehr von Flugzeugen als von Revolvern. Das ist ein Smith & Wesson 45. Wenn Sie aus der Entfernung schießen, geht die Kugel durch mich und die Flugzeugwand wie ein Lötkolben durch Butter. Die Kabine verliert den Druck und der Sog befördert uns beide in den Weltraum hinaus. Wenn Sie die Vereinigten Staaten unbedingt auf diese Weise erreichen wollen, bitte, ich ziehe eine bequemere Art vor. Das ist sehr vernünftig. Außerdem ist um Mr. Goldfinger herum immer sehr viel los. Ich würde nicht im Traum daran denken, auf seine Gastfreundschaft zu verzichten. Er wird auch sehr glücklich sein, wenn Sie kommen. Lieben Sie nicht eine scharfe Rasur? In der Zwischenzeit wird der Draht zwischen Washington und London bemüht, um sich auf Stand zu bringen. Washington, Sir, auf dem grünen Apparat. Hier, M. Felix Leiter. Leiter. Es handelt sich um 007. Wir haben sein Hummersignal aufgefangen. Es kommt von einem Flughafen in Baltimore, wo er gerade gelandet ist. Baltimore? Nett, dass er uns Bescheid gibt. Zuletzt haben wir aus der Schweiz von ihm gehört. Er ist mit einer Privatmaschine aus Genf gekommen, die unserem alten Freund Oric Goldfinger gehört. Ich freue mich, dass es vorwärts geht. Ich auch. Behalten Sie ihn im Auge. Der Flugplan nennt Bluegrass Field in Kentucky als letztes Ziel. Lassen Sie bloß die Finger aus dem Spiel, sonst verderben Sie alles. Er scheint im Augenblick viel Erfolg zu haben. Ja? Bitte. Danke. Na? Danke. Stolpern Sie nicht, Captain. Spielen Sie das Spiel nur so weiter. Miley, sorg dafür, dass alles für Mr. Goldfinger vorbereitet ist. Natürlich. Danke. Du weißt ja Bescheid. Just in dem Moment brummt eine Kunstflugstaffel vorbei. Begabt. Natürlich, ich habe Sie ausgebildet. Kommen Sie. Sie sind eine vielseitige Frau, Pussy. Ich nehme an, dass der Bourbon und das Wasser hier in Kentucky hervorragend sind. Da wir beide jetzt nicht im Dienst sind, könnten wir vielleicht ein... Manieren, oh Job. Ich dachte, Sie nehmen vor jeder Dame Ihren Hut ab. Kleine Mädchen wie Sie bringt er um. Kleine Jungs auch. Daraufhin fährt Oddjob mit dem Briten im Gepäck ab. Und Pussy Galore wartet auf dem Landefeld, bis ihre Kunstflugstaffel gelandet ist. Fünf bildhübsche junge Damen entsteigen den Maschinen und kommen auf Miss Galore zu. Was? Generalprobe hat geklappt, Captain. Gut. Ihr bekommt eure letzten Anweisungen heute Abend. Das wäre alles. Ha, 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 ha.
Willkommen in meinem Gestüt, Mr. Bond. Hübsches Pferd, was? Sicher von besserem Blut als sein Besitzer. Zeig Mr. Bond sein Quartier, Ocho. Nicht, dass Bond viel mehr erwartet hätte, aber der Luxus erschöpft sich schon mit steinernen Wänden, einer hölzernen Pritsche und einer stählernen Türe, die krachend hinter ihm ins Schloss fällt. Felix Leiter und sein Kollege beobachten das Gelände mit dem britischen Agenten aus der Ferne. Felix! Wir sollten uns vielleicht doch mal um ihn kümmern. Der schreit schon, wenn er uns braucht. Sie sind alle da, Mr. Goldfinger. Hä? Ah, ja. Danke, Kisch. Und Goldfinger begibt sich zu seinem anberaumten Treffen in der prunkvoll ausgestatteten Wandelhalle des Gestüts. Ein gutes Dutzend einschlägiger Herren wartet mehr oder weniger geduldig. Dieser Solo wird sich noch ein Loch in die Schuhsohlen werfen. Billard und Rodeo sind vergessen, als der honorige Gastgeber den Saal betritt. So, da bin ich, Gentlemen. Goldfinger, warum hat man uns nicht gesagt, dass New York und die Westküste dabei sind? Das möchte ich auch wissen. Ich mache keine Geschäfte mit Chicago. Ich dachte, wir hätten ein privates Geschäft abgeschlossen und jetzt stelle ich fest, dass ich es mit Gangstern zu tun habe. Goldfinger, ich habe Ihnen etwas geliefert. Wo ist mein Geld? Ich habe auch etwas geliefert. Sie alle haben mir das geliefert, was vereinbart war. Und Sie schulden mir dafür 1 Million in bar. Ich schulde jedem von Ihnen 1 Million. In Goldbar. Dann zahlen Sie. Gentlemen, Sie können die Million heute haben. Oder 10 Millionen morgen. Sagten Sie 10 Millionen? So wie meine Bank morgen früh aufgemacht hat. Banken sind am Sonntag nicht geöffnet. Das ist bei meiner Bank nicht so. Was ist denn das für ein Trick mit dem Billardtisch? Was ist denn das? Hey, was soll denn das bedeuten? Machen Sie das Licht wieder an. Was haben Sie mit uns vor, Goldfinger? Gentlemen, es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Ich lasse mich nicht gern einsperren, Goldfinger. Was ist denn das für eine Karte? Die Karte zeigt ein schwer gepanzertes, von Militär bewachtes Gebäude inmitten eines weitläufig eingezäunten Geländes. Goldfinger bleibt die Erklärung nicht lange schuldig. Das ist meine Bank. Das Golddepot von Fort Knox, Gentlemen. In seinen Stahlkammern liegen 15 Billionen Dollar. Das ist der gesamte Goldbestand der Vereinigten Staaten. Sie wollen Fort Knox knacken? Oder haben Sie vielleicht den Schlüssel dazu? Ja, sowas Ähnliches. In Fort Knox ist eine Schutztruppe von 35.000 Mann stationiert. 41.000. Und wenn Sie Bu rufen, dann laufen die weg. Na du, was ist denn hier los? Der Boden bewegt sich. Der Boden? Was soll denn das schon wieder heißen? Jetzt langt's mir aber. Lassen Sie doch diese Tricks! Der Mensch hat den Mount Everest bezwungen. Er hat den Grund des Ozeans erforscht. Er hat Raketen auf den Mond geschossen. Atome gespalten. Er hat Wunder vollbracht. Auf allen Gebieten menschlichen Strebens. Nur nicht in der Kriminalität! Während Goldfingers Rede ist auch Bond nicht untätig. Er fängt an, die Wache vor der schweren Türe mit allerlei Faxen zu verwirren, bis er schließlich zu verschwinden scheint. Und tatsächlich, der Mann ist einfältig genug, um zu öffnen, was ihm schlagartig Kopfschmerzen einbringt. Die Wache seiner Stadt eingesperrt, entleiht sich der Brite sogleich auch dessen Waffe. Bonds neu gewonnene Freiheit führt ihn zu den Stimmen, die er aus dem hinteren Teil des Kellers vernimmt. Sie verschwenden nur meine Zeit. Fort Knox ist uneinnehmbar. Fest steht, das Ding ist bombensicher, elektrisch geladen, Maschinengewehr. Aber hört mir einen zu! Fort Knox ist eine Bank, wie jede andere. Größer, vielleicht besser bewacht, aber trotz alledem nur eine Bank. Und selbstverständlich kann sie geknackt werden. Mein Plan ist Idiotensicher, Gentlemen. Ich habe ihn unter dem Grand Slam genannt. Ich habe 15 Jahre meines Lebens daran gearbeitet. Jede Einzelheit ist sorgfältig vorbereitet. Jeder mögliche Zufall in Betracht gezogen.
Das Unternehmen ist auf dem Bruchteil einer Sekunde geplant. Ihre Organisation, Mr. Midnight, hat die von mir bestellte Sendung dieser Kanister über die kanadische Grenze gebracht. Sie enthalten Delta 9. Delta 9, was ist das? Ein unsichtbares Nervengas, das sich 15 Minuten nach seiner Anwendung spurlos verflüchtigt und eine völlige Bewusstlosigkeit für 24 Stunden bewirkt. Morgen bei Tagesanbruch wird die Flugzeugstaffel meiner Privatpilotin Miss Pussy Galore Delta 9 über Fort Knox versprühen. Sobald die Bevölkerung, einschließlich des Militärs, bewegungsunfähig ist, wird meine Einsatzgruppe, die Mr. Strapp und seine Männer über den Rio Grande aus Mexiko eingeschmuggelt hat, auf Fort Knox vorrücken. Und zwar wird sie in motorisierten Einheiten dem Bullion Boulevard entlangfahren, der an dem Depot vorbeiführt und sich hier mit der Gold Vault Road kreuzt. Dieses Gitter hier, das um das Gebäude herumführt, ist, wie Mr. Strapp sehr richtig bemerkt hat, elektrisch geladen. Es wird von uns gesprengt. Meine Einsatzgruppe wird auf den Haupteingang vorstoßen und ihn aufbrechen. Und wie, wenn ich fragen darf? Das haben Sie möglich gemacht, Mr. Solo. Sie haben durch Ihren beträchtlichen Einfluss in gewissen Räderkreisen erreicht, dass eine Sendung bestimmter Maschinenteile den Zoll ungeprüft passiert hat. Wir brauchen also nur noch in die Stahlkammern hinunterzusteigen, wo die Goldbarren lagern. Ich habe genug gehört. Lassen Sie ihn doch ausreden. Ich habe genug von dem Geschwätz. Ich möchte sofort mein Geld haben. Was ist denn mit Ihnen los? Haben Sie vielleicht Angst vor dem Geschäft? Gentlemen, wir müssen Mr. Solos Entscheidung respektieren. Bitte entschuldigen Sie mich für ein paar Minuten. Ich muss mit Mr. Solo abrechnen. Machen Sie es bequem. Da wird Bond auf seinem Lauschposten unter dem Modell von Fort Knox ziemlich unerwartet von den Beinen gerissen. Pussy, wo haben Sie denn Judo gelernt? Geben Sie den Revolver her. Ach so, ja. Sie meinen die Pistole. Bitte? Pussy, wir sollten gelegentlich mal zusammen trainieren. Den Vorschlag geflissentlich übergehend, nimmt die rabiate Blondine den wissbegierigen Spion mit zu seinem Gastgeber. Indessen tauschen sich die anderen Gäste über den Plan Goldfingers aus, ohne zu wissen, was ihnen blüht. Da kommt er doch nie rein. Hey, Strapp! Weißt du, wenn die Sache steigt, brauchen wir ja eigentlich gar nicht dabei zu sein. Das werden andere erledigen. Was ist denn das? Wieder so ein Trick von ihm! Die sind eingesperrt! Die Tür da drüben ist auch zu! Hey, was soll denn das? Was geht denn hier vor? Plötzlich strömt Delta 9 in den Raum. Goldfinger hat seine Ansprache nur gehalten, um sich in Bewunderung zu sonnen. Die Gangster gehen alle zu Boden. Es ist wirklich jammerschade, dass Sie nicht mit den anderen zusammengeblieben sind, Mr. Solo. Aber bitte, wie Sie wollen. Ich dachte, Sie würden sich in Ihrem Zimmer ausruhen, Mr. Bond. Das Zimmer ist ganz entzückend, aber das schöne Wetter hat mich rausgelockt. Ich traf zufällig Miss Galore und sie meinte, wir sollten Ihnen Gesellschaft leisten. Mr. Solo, Mr. Bond, auch ein von mir sehr geschätzter Gast. Guten Tag. Sie wollen uns schon verlassen, Mr. Solo? Ja, leider. Hat eine pressante geschäftliche Verabredung. Ja, ich muss leider weg, Goldfinger. Hey, Boy! Tja, wenn Sie weg müssen, müssen Sie weg. Meine Maschine bringt Sie rechtzeitig nach New York. Mit Ihrem besonders schweren Gepäck. Danke. Erlauben Sie? Mein Chauffeur ist ein ausgezeichneter Fahrer. Sie sind in ein paar Minuten am Flughafen. Auf Wiedersehen, Mr. Solo. Vielleicht kommen wir wieder mal zusammen. Glückliche Reise und viel Erfolg. Ich habe ihn unter dem Modell gefunden. Unternehmen Grand Slam. Ihre Ausführungen haben mir viel Freude gemacht. Mir auch. Kommen Sie. Bond hat während der kurzen Unterhaltung mit Mr. Solo diesem den Sender in die Tasche gesteckt. Leiter und sein Kollege folgen dem Signal. Er ist unterwegs.
Langsam, Abstand halten. Doch Solo wundert sich schon über die eigenwillige Fahrtroute seines Chauffeurs. Sind Sie blind oder was ist mit Ihnen los? Hier hätten Sie abbiegen müssen. Statt auf den Flughafen biegt Oddjob auf einen Autofriedhof ab. Und Mr. Solo erwischt anstelle seines Flugzeugs nur eine Kugel. Der Killer lässt ihn in der stattlichen Limousine zurück. Irgendwo nach rechts abgebogen. Wo fährt denn dein alter Freund hin? Dreimal darfst du raten, zu einer Dame. Zwischenzeitlich wird der blecherne Sarg in eine Schrottpresse gehoben, den der teure Lincoln als tonnenschwerer Würfel wieder verlässt. Vielleicht eine Störung, Felix. Oder er hat abgeschaltet. Kann ich mir nicht denken. Fahr zu der Farm, mehr können wir nicht tun. Na schön. Oddjob macht sich ebenfalls auf den Rückweg mit dem Autowürfel auf einem Lastwagen. Ihr Anteil am Unternehmen Grand Slam wird Sie zu einer reichen Frau machen, meine Liebe. Deswegen bin ich ja dabei, Mr. Goldfinger. Und werden Sie danach wieder in England leben? Nein, ich habe eine kleine Insel in den Bahamas entdeckt. Dort hänge ich ein Schild auf. Betreten verboten und kehre zur Natur zurück. Ja, Kisch? Zwei Männer in einem Wagen mit Ferngläsern. Buchmacher, die sich Renntipps verschaffen wollen. Allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit. Kisch, bringst du Mr. Bond hierher? Es war völlig richtig, dass wir Bond am Leben gelassen haben. Wenn diese Männer da seine Freunde sind, dann wollen wir sie davon überzeugen, dass er keine Hilfe braucht. Zu Ihrer Beruhigung wollen wir ihn so glücklich machen, wie nur irgend möglich, Pussy. Ich schlage vor, dass Sie dazu vielleicht etwas Passenderes anziehen. Natürlich. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Er will Sie sprechen. Ah, Mr. Bond, bitte setzen Sie sich. Mint Julep, mein Hausgetränk, sehr wohlschmeckend. Ja, danke. Kräftig, aber bitte nicht zu süß. Sie enttäuschen mich, Goldfinger. Das Unternehmen Grand Slam wird ein Reinfall. Übrigens, Delta-9-Nervengas wirkt tödlich. Sie sind ungewöhnlich gut informiert, Mr. Bond. Sie werden 60.000 Menschen sinnlos umbringen. Ach, Autofahrer bringen im Laufe von 2 Jahren genauso viel um. Kann sein. Ich habe inzwischen auch ein paar Berechnungen angestellt. 15 Billionen Dollar in Goldbarren wiegen 10.500 Tonnen. 60 Mann würden ungefähr 12 Tage brauchen, um sie auf 200 Lastwagen zu verladen. Sie haben aber höchstens 2 Stunden Zeit, bevor die Armee, die Marine und die Luftstreitkräfte anmarschieren und sie zwingen, das Gold wieder rauszurücken. Wer hat behauptet, dass es abtransportiert werden soll? Ist die Mischung scharf genug? Sie haben die Absicht, in die größte Bank der Welt einzubrechen, aber Sie wollen nichts stehlen. Warum? Weiter, Mr. Bond. Mr. Ling, der rotchinesische Agent in der Fabrik, ist Spezialist für Kernspaltung. Aber ja, natürlich. Dann haben Sie von seiner Regierung eine Bombe bekommen. Ich würde es lieber als Atomgerät bezeichnen. Es ist klein, aber besonders schmutzig. Kobalt und Jod, hm? Genau. Wenn Sie es in Fort Knox zünden, dann wird der gesamte Goldvorrat der Vereinigten Staaten radioaktiv sein. Für 57 Jahre. 58, um genau zu sein. Ich muss mich entschuldigen, Goldfinger. Der Plan ist genial. Sie haben dann, was Sie wollen. Ein wirtschaftliches Chaos im Westen. Und der Wert Ihres Goldes wird sich vervielfachen.
Bei vorsichtiger Schätzung um das Zehnfache. Beachtlich. Aber dieses Atomgerät, wie Sie es nennen, das ist doch offenbar schon hier im Lande. Offenbar. Aber das Gerät nach Fort Knox zu bringen, unbemerkt, das könnte riskant sein, sehr riskant. Im Gegenteil, Mr. Bond, das Risiko ist ganz auf Ihrer Seite. Sollten die Behörden versuchen, es aufzuspüren, wer weiß, wo es dann zur Explosion gebracht wird. Vielleicht in dem Bunker der Polaris-Flotte in New London? Cape Kennedy? Im Weißen Haus? Aber das sind müßige Spekulationen. Unternehmen Grand Slam wird ein Erfolg. Sie werden ja dabei sein und es selber sehen. Zu nahe, fürchte ich, um es gemütlich zu finden. Da rollt Oddjob heran. Verzeihung, Mr. Bond, aber ich muss dafür sorgen, dass mein Gold getrennt wird von dem verstorbenen Mr. Solo. Das war also diese pressante Verabredung. Ah, sehr schick, Miss Galore. Sehen Sie sich das an. Bitte unterhalten Sie Mr. Bond einstweilen, Pussy, bis ich das erledigt habe. Bond ist ziemlich hin und her gerissen zwischen dem Anblick des Metallwürfels und Miss Galores zauberhafter Garderobe. Na, wie geht's denn, schöner Mann? Es wird allmählich Zeit, dass wir uns auch gesellschaftlich kennenlernen. Das käme meinen Wünschen entgegen, aber wo verstecken Sie in Ihrer Aufmachung die goldenen Schlagringe? Oh, ich trage nie Waffen, wenn meine Dienststunden vorbei sind. Na ja, wäre ja auch sehr hinderlich. Ich bin völlig wehrlos. Das bin ich auch. Leiter sieht, was er sehen sollte. Das ist echt, James. Ein wundervoller Besitz, den Goldfinger hier hat. Ja, ich freue mich, dass er Ihnen gefällt. Schade, dass die Herrlichkeit morgen früh zu Ende ist. Oh ja? Der Mann ist wahnsinnig. Alles in Ordnung. 007 ist völlig Herr der Lage. Komm, ich bin todmüde. Wir fahren zum Hotel zurück. Sie sind eine tolle Frau, Pussy. Ich bin ein sportlicher Typ. Ich wollte, Sie wären nicht so direkt an dieser Sache hier beteiligt. Vergessen Sie es. Ich bin nicht interessiert. Gehen wir. Was könnte Sie dazu bringen, die Dinge mit meinen Augen zu sehen? Sehr viel mehr, als Sie haben. Wissen Sie das so genau? Ich will es gar nicht wissen. Ist es nicht üblich, einem Verurteilten seine letzte Bitte zu gewähren? Wie Sie wünschen. Und Bond landet ziemlich perplex im Stroh. Stehen Sie auf. Natürlich, gern. Bitte? So, und jetzt beginnt das gemeinsame Training. Am nächsten Tag beginnt das Unternehmen Grand Slam mit dem Start der Kunstflugstaffel, die das Delta 9 über der Stadt verteilen soll. Pussy Galore an Champagnerführer. Die Aktion beginnt. Viel Glück. Geschwindigkeit 220, Windrichtung westlich. Champagnerführer an Champagnerstaffel. Im Tiefflug weiter. Fertig zum Babyeinschläfern. Absprühen auf Kommando. 5, 4, 3, 2 und los! Die Flugzeuge versprühen ihr Gas. Und wie gefällt, stürzen ganze Kompanien zu Boden. Jeder über dessen Kopf die Flieger hinwegdonnern. Ein abschließender Kontrollflug überzeugt die Damen davon, dass sie ganze Arbeit geleistet haben. Champagnerführer an Kampfgruppenführer. Das Baby schläft. Ich wiederhole. Das Baby schläft. Wir fliegen jetzt nach Hause. Ende.
Ein Konvoi setzt sich in Richtung Fort Knox in Bewegung. Kurzerhand wird das Tor gesprengt. Und dann kommt der Laser. Nun gesellt sich auch Goldfinger zu dem Spektakel, dem Bond und Oddjob bereits beiwohnen. Moin, Mr. Bond. Jetzt sind Sie mal genau da, wo ich Sie haben will. Und die eben noch tot geglaubten Soldaten erwachen wieder zum Leben. Das allerdings weiß Mr. Goldfinger noch nicht. Er lässt 007 an die Bombe ketten. Die Bombe ist da. Na schön, dann vorwärts. Los, Jack. Angriffstaktik durchgeben. Angriff mit leichten Waffen bis zum Signal, dass die Bombe entschärft ist. Angriff mit leichten Waffen bis zum Signal, dass die Bombe entschärft ist. Technische Einheit, bitte melden. Mittlerweile wird Bond mitsamt der Bombe ins Innere des Depots gebracht. Leben Sie wohl, Mr. Bond. Ein mehrstöckiges Lager aus Beton und Stahl, in dem die Goldbarren fein säuberlich hinter Gittern aufgestapelt sind. Wollen wir noch die Zeit vergleichen, Mr. Link? Doch dann. Aber Goldfinger hat vorgesorgt. Schnell schließt er die Stahlkammer und schließt damit auch seine eigenen Leute ein. Dann entkommt er unbehelligt in einer amerikanischen Uniform. Mr. Goldfinger! Bitte, Mr. Goldfinger! Der gehört dazu und die Frau auch! Ich verhafte sie! Mach die Tür da auf! Im Inneren des Depots spielen sich derweil dramatische Szenen ab. Wir sitzen in der Falle. Die Bombe. Ich nehme den Zünder raus. Doch Oddjob ist da anderer Meinung. Ja, bist du verrückt? Ich habe keine Lust, als Held zu sterben. Der skrupellose Chauffeur hat den Mann mit dem Schlüssel direkt neben den ein paar Stöcke tiefer stehenden Bond geworfen. Und so schafft es der Agent, sich zu befreien. Doch nicht lange. Und der Mann mit der Melone steht vor ihm. Oddjob wirft seine tödliche Kopfbedeckung nach Bond. Aber trifft dabei nur die Stromleitung. Nicht mal ein Goldbarren, den 007 gegen seine Brust schleudert, hält den Koreaner auf. Oddjob ist haushoch überlegen. Wie eine Puppe schleudert er den Agenten durch den Raum. Aber dann bekommt 007 die Melone zu fassen. Sekunden später steckt sie in einem Absperrgitter und als Oddjob danach greift, hält Bond die abgerissene Stromleitung ans Metall. Mit einem der Goldbarren zerstört der Brite das Schloss am Bombenkasten. In letzter Sekunde kann der herbeigeeilte Felix Leiter den fatalen Mechanismus stoppen. Das war aber Zeit. Alles okay? Wo ist dein Butler? Der hat sich die Finger verbrannt. Noch 7 Ticker und Goldfinger hätte die Partie gewonnen. Habt ihr ihn erwischt? Noch nicht, aber er kommt nicht weit. Und Pussy? Die hat uns geholfen, das Gas auszuwechseln. Übrigens, warum hat sie Washington angerufen? Ich habe wahrscheinlich ihre mütterlichen Instinkte geweckt. Komm, James, steig ein, du darfst den Präsidenten nicht warten lassen. Sonderflugzeug, Mittagessen im Weißen Haus. Warum? Der Präsident möchte dir persönlich danken. Ach, das war doch nichts Besonderes. Das weiß ich, aber er nicht. Na, hoffentlich kriege ich da drin was zu trinken. Ich habe die Stewardess angewiesen, Drinks für 3. Wer sind die anderen beiden? Die gibt's nicht, die habe ich erfunden. Wiedersehen, Felix. Wiedersehen, James, alles Gute.
Vielen Dank, Sir. Alles Gute. Freut mich, Sie an Bord zu haben, Mr. Bond. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Goldfinger. Essen Sie auch im Weißen Haus zu Mittag? In 2 Stunden werde ich in Kuba sein. Und Sie haben meine Pläne zum letzten Mal gestört, Mr. Bond. Es ist sehr gefährlich, in Flugzeugen Revolver abzufeuern. Davor habe ich Pussy schon gewarnt. Ach, übrigens, wo ist die? Mit der werde ich auch noch abrechnen. Im Augenblick ist sie da, wo sie hingehört, in der Kanzel. Kommen musste. Durch den Sog wird Goldfinger durch das Kabinenfenster gezogen und das Flugzeug stürzt unkontrollierbar Richtung Erdboden. Pussy! Was ist passiert? Wo ist Goldfinger? Er spielt auf einer goldenen Harfe. Du schaffst es auch nicht. Den beiden bleibt nur noch der Ausstieg per Fallschirm. Natürlich sucht Felix Leiter die beiden per Helikopter, aber... Nein, das lass noch. Retten lassen wir uns später. Beckons you to enter his web.